Und zwar habe ich mich heute geärgert über Natalia Wörner. Sie ist Schauspielerin und die Lebensgefährtin von unserem Außenminister Heiko Maas. Und Natalia Wörner hat in einem Interview mit der Bild am Sonntag gesagt, dass sie nicht mit Ungeimpften drehen würde. Ich frage mich wirklich, geht's noch? Wo sind wir angekommen in unserer Zeit, dass jetzt eine Schauspielerin mit dieser Aussage eigentlich will, dass Ungeimpfte Arbeitsverbot haben? Weil wenn sie nicht mit Ungeimpften drehen will, und ich meine, Natalia Wörner ist ja schon der Star einer jeden Produktion, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich auch durchsetzt. Dazu muss man sagen, an Produktionen wird eh stark getestet. Testen ist auch wichtig, also zum Beispiel bei Produktion jeden Tag den Schnelltest und dann auch noch jeden zweiten Tag den PCR-Test. Natalia Wörner ist es aber nicht genug. Sie sagt, für Ungeimpfte gibt es keine Dreharbeiten mehr, auf jeden Fall nicht, wo sie teilnimmt. Sie will nicht mit Ungeimpften drehen. Und damit herzlich willkommen. Wie ist denn hier die Meinung? Franziska, was sagst du dazu? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf heute. Ich freue mich sehr. Ich habe die Sendung schon oft geguckt und deshalb jetzt hier zu sein, ist ganz verrückt. Erst einmal, ich würde dir überhaupt nicht zustimmen, ehrlich gesagt. Ich bin persönlich der Meinung, es gibt einmal, das wird ja immer eingefordert, eine Freiheit für Ungeimpfte. Solange sie sich testen lassen und sicherstellen können, dass sie keine Gefahr für andere Menschen sind, sollten sie freie Entscheidungen treffen dürfen. Wir haben hier keine Impfpflicht. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eine Freiheit für Geimpfte, auch eigene Entscheidungen darüber zu treffen, mit wem sie zusammenarbeiten wollen. Und deshalb, ich persönlich bin ein großer Fan vom Testen. Ich habe keine Angst, mich mit Menschen zu umgeben, die nicht geimpft sind, sofern sie sich sehr regelmäßig testen. Aber ich finde, das ist eine freie Entscheidung, die sie auch trifft. Und ehrlich gesagt, finde ich, das muss man dann respektieren. Und einen Punkt möchte ich auch noch dazu machen. Ich finde es sehr schwierig, von einem Arbeitsverbot zu sprechen. Erstens ist es kein Arbeitsverbot. Es ist eine Entscheidung, die sie trifft und die sie auch meiner Meinung nach eben frei treffen können sollte. Arbeitsverbot, das erinnert mich ehrlich gesagt an den Umgang der Nazis mit Juden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es schockiert mich und es wirklich entgeistert mich, zu sehen, dass viele Corona-Leugner und Impfgegner mit Judensternen durch Demonstrationen gehen und so versuchen zu insinuieren, sie werden genauso ausgegrenzt und stigmatisiert wie Juden damals im Dritten Reich. Und das finde ich wirklich ekelhaft und davon möchte ich mich auf jeden Fall distanzieren. Deshalb, ich finde das Wort ganz schwierig. Ich würde sagen, da sollten wir uns auf jeden Fall von verabschieden und ich glaube, es gibt keinen... Eine Frage, Franziska. Ja. Beim ersten Part bin ich nicht bei dir. Bei dem Vergleich übrigens mit dem Holocaust bin ich 1:1 bei dir. Diese Zeit sollte man mit nichts in der Welt vergleichen. Da sind wir genau auf einer Linie. Aber wie fandest du es denn dann, als alle, die zum Beispiel Restaurants hatten, nicht mehr arbeiten durften? Also für mich gehört das Wort nicht dieser Zeit, die Zeit, der gehört ja nicht das Wort, weil ich fand, in der Zeit von den Lockdowns gab es ein Arbeitsverbot für Kellner, für Restaurantbesitzer. Würdest du das nicht als Arbeitsverbot bezeichnen? Ich glaube, es ist was ganz Unterschiedliches, was jetzt als Thema heute mitgebracht wurde. Da geht es ja um einen Mensch, der selber entscheidet, das ist jetzt kein Arbeitsverbot durch den Staat oder so, sondern das ist ein Mensch, der entscheidet, ich persönlich, ich möchte nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der sich nicht geimpft hat und der, ich fühle mich da nicht sicher genug. Und ich finde, das muss man respektieren. Und damals beim Lockdown war es ein Arbeitsverbot? Das war ein Lockdown, in dem Menschen nicht arbeiten konnten, aber es war jetzt kein Arbeitsverbot, denn es waren ja auch andere Dinge verboten. Also es ist jetzt nicht konkret, hat sich nicht bestimmt ganz konkret auf das Arbeiten bezogen, sondern auf allgemein das quasi zu Hause bleiben. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Angst vor dem Begriff Arbeitsverbot, so ist es nicht. Ich glaube, das sollte man auch nicht haben. Aber ich glaube, das Wort quasi zu überhöhen und zu sagen, das ist alles, ich finde diese rhetorische Aufheizung sehr schwierig. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das auch viele Menschen davon abhält, dann am Ende sich dann doch impfen zu lassen. Ich glaube, da entsteht auch eine bestimmte Hysterie. Und das teile ich deshalb nicht und da würde ich dir deshalb widersprechen. Also, wir öffnen die Runde weiter. Um das nochmal zu unterstützen, also ich denke einfach, es war natürlich ein Eingriff in die Möglichkeit zu arbeiten, auch in die Berufsfreiheit, die verfassungsmäßig garantiert ist. Ja. Aber es war ein objektiver Eingriff. Das heißt, es lag nicht daran, dass es jetzt Nena war, die da arbeiten wollte oder Johannes. Es lag halt jetzt daran, dass aus gewissen Infektionsrechtlichen... Das war jetzt auch nur mein Vergleich, zu zeigen, dass Arbeitsverbot nicht nur, also dass man nicht immer an den Holocaust denken muss, wenn man davon spricht. Ich finde aber Natalia Wörners Verhalten auch verantwortungsvoll, für sich verantwortungsvoll. Das ist eine Entscheidung, die sie für sich trifft. Und die finde ich, ist keine Diskriminierung ihrer Kollegen. Also weil ihre Entscheidung hat auf die Kollegen und die Möglichkeiten der Kollegen zu arbeiten aus meiner Sicht keinen Einfluss, weil die Regeln werden vom Staat gemacht, die sind für alle gleich und das entscheidet nicht Natalia Wörner. Aber was heißt das jetzt, dass Natalia Wörner keine Filme mehr dreht? Heißt es das? Weil doch jeder Fünfte in der Gesellschaft nach wie vor nicht geimpft ist. Und mir war es, also die Frage habe ich mir so vorgestellt, als ich die BAMS gelesen habe am Sonntag,
Ist es überhaupt Natalia Wörner, die entscheidet, wer da am Set mitdreht und nicht? Also sie ist doch Schauspielerin, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ist es bei Ihnen zum Beispiel in der SPD-Fraktion so, dass Sie sagen können, also bei dem möchte ich, der ist ungeimpft, es wird vermutlich nämlich auch Ungeimpfte in der SPD-Fraktion geben, von dem möchte ich nicht mehr, dass der in der SPD-Fraktion, mit dem möchte ich nicht mehr, dass der mitspielt. Wir werden das erleben, dass wir in den nächsten Tagen darüber diskutieren werden, ob in Deutschland eigentlich Ungeimpfte noch Sozialleistungen bekommen sollen. Ja. Ist das völlig in Ordnung, dass Ungeimpfte Hartz IV bekommen in Deutschland? Ich finde eindeutig ja. Ungeimpfte sollten Hartz IV bekommen. Aber Sie werden diese Diskussion erleben in den nächsten Wochen. Die wird noch geführt werden. Ist es eigentlich in Ordnung, dass Feuerwehrleute aus einem brennenden Haus noch Ungeimpfte retten? Ich finde, es ist absolut in Ordnung. Aber ich glaube, dass wir so weit in dieser Debatte mittlerweile sind. Ja, es ist richtig, sich impfen zu lassen. Es ist auch sehr verantwortungsvoll, sich impfen zu lassen. Es ist mittlerweile auch ein solidarischer Gedanke, weil die Krankenhäuser eben so voll sind, sich impfen zu lassen. Das stimmt alles. Aber die Zahl habe ich übrigens nochmal nachgeguckt. Aktuell sind 11% der Intensivbetten mit Corona-Patienten. Aber landesweit, ne? Das ist ja, genau, differiert ja sehr regional. Ne? Differenz, aber den habe ich auch nochmal nachgeguckt. Ich glaube, man muss sehr stark differenzieren zwischen Maßnahmen des Staates und Entscheidungen von mündigen und freien Bürgern. Und sie ist jetzt in dem Fall ein mündiger und freier Bürger, der selber sagt, ich möchte das nicht. Und ich finde, das muss man genauso akzeptieren, wie wenn jemand sagt, ich möchte mich nicht impfen lassen. Ja, aber sie möchte doch erreichen, dass der Ungeimpfte nicht mehr zum Dreh eingeladen wird. Und sie sagt ja nicht, wenn da 10 Ungeimpfte sind, dann lege ich selber meinen Schauspielerjob da nieder und warte, bis dann alle durchgeimpft sind. Aber wenn sie ehrlich sind, wenn der Star sagt, er arbeitet nicht mit Ungeimpften, dann glaubst du, das ganze Set sagt, wir verzichten auf den Star und die Ungeimpfte? Ja gut, aber dafür haben wir ein Arbeitsrecht. Wir haben ja auch genau ein Infektionsschutzgesetz und da steht halt drin, welche Regeln für alle Leute gelten. Im neuen Entwurf, den die Ampelparteien vorlegen, steht eben drin, dass es eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz gibt. Und wenn Frau Wörner da nicht drehen möchte darüber hinaus, dann kann sie das tun, dann bekommt sie kein Geld. Ne? Genauso wie derjenige, der aus anderen Gründen eben nicht erscheint. Roger, der Schweizer Blick. Ja, sie ist sehr rausgehalten. Ja, nein, ganz ungewohnt, Roger. Nein, ist interessant. Ich bin auch einer, der eben zuhören kann. Ich bin nicht einer, der immer nur reden muss. Ich kann auch zuhören. Ganz wichtig, zuhören. Nein, also mich befremdet das natürlich. Ich meine, das steht dir ja gar nicht zu, so etwas zu sagen. Wir haben eine Rechtsordnung, da gelten bestimmte Regeln. Wenn, bis vor kurzem war es so, wenn einer getestet ist, dann konnte er da voll mitmachen, sind wir jetzt eigentlich an dem Punkt, wo jeder privat da bestimmen kann, was da läuft. Also kann man jetzt plötzlich sagen, ja, gilt jetzt dagegen, aber jetzt will ich nur noch mit Leuten mit Boosterimpfung in diese Sendung gehen. Oder mit Leuten, die sich nur mit Moderna geimpft haben, weil bei Johnson & Johnson bin ich nicht einverstanden. Wo kommen wir denn da hin? Aber sie kann es doch eben nicht bestimmen. Das ist aber wir sind doch längst da. Aber was will sie mit dieser Aussage erreichen? Schauspielerin wie Sie? Warte jetzt mal schnell, bevor ihr jetzt da reinspringt, wie gedopte Rennpferde da in die Diskussion. Was ist das Motiv? Warum macht sie das überhaupt? Was soll das Ganze? Warum? Da bin ich natürlich bei Kai. Da muss ich sagen, ich meine, was ist der Sinn des Ganzen? Ich habe den Verdacht, dass Frau Wörner möchte sich jetzt da einfach auf ein bestimmtes Podest stellen und sagen, ich bin dann die ganz tolle Frau da, die sich da einsetzt und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich, ich bin auch geimpft. Aber ich habe das wahnsinnig nicht gern, wenn irgendwelche Leute, die keine Ahnung von irgendwas haben, von Medizin vor allem, wenn die mir Empfehlungen machen, welche medizinischen Behandlungen ich mir verabreichen soll. Das nervt mich auch beim Staat. Ich entscheide selber, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Und es steht dem Staat und es steht niemandem zu, sich derart in die Körpersäfte eines anderen Menschen einzumischen. Ich erinnere daran, wir haben übrigens auch ein Arzneimittelwerbeverbot. Das hat man früher sehr streng beachtet. Heute sind alles kleine Impfwerber, alles Impfambassadoren. Und ich finde einfach, hier wäre etwas Zurückhaltung und etwas weniger Ego-Marketing wäre heilsam.